Den habe ich schön getroffen. Da hinten ist Sniper. Na super. Darf ich erstmal die anderen hier kalt machen, die alten? Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hört auf mich zu schießen. Nee, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division. Jo, wir wollten jetzt, also beziehungsweise ich will jetzt hier erstmal die Hauptmission machen, aber von irgendwo kamen gerade Schüsse her, also fand ich nicht lustig. Gut, dann gehen wir mal rein. Times Square's Stromrelays. Kann man sich, glaube ich, auch noch was zu anhören. Hallo? Da sagt er mir halt nichts. Gut, dann gehen wir da rein. Oberste Priorität ist, den Trafo am Times Square zu reparieren, bevor der Strom im ganzen Bezirk ausfällt. Aber ich kann sie durch die Reparatur führen. Glaube ich. Hoffe ich. Gott. Das hoffe ich auch. Eins nach dem anderen. Wir müssen den Strom manuell abschalten. Und mit wir meine ich sie. Ich weiß, es ist kontraintuitiv, aber sie müssen mir vertrauen. Geht mir nicht auf die Nüsse. Wo läuft der denn hin? Erstmal Munition auffüllen. Alter, du warst aber dicht dran jetzt. Und dann war da halt das Sturmgewehr. So, den hat es auch dahin gerafft. Einer ist da noch. Wo hängt der ab jetzt? Gut. Da ich ja so verschwenderisch mit der Munition umgegangen bin, ja, hole ich mir nochmal neue Munition. So, wo müssen wir überhaupt hin? Hier hinten lang. Auf diese Pistole, ey. Es war voll das fette Ding draufgeflitzt, ey. Nur den Schalter umlegen, das reicht völlig. Dann legen wir den Schalter um. Gut, der Strom ist weg. Jetzt können Sie an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Da ist eine kleine Polizeidienststelle in der Nähe. Ich sende Ihnen den Standort. Dort finden Sie die Aufzeichnung der U-Bahn-Kameras. Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel... von beiden Seiten sogar gleichzeitig. Uncool. Weitere Feinde entdeckt. Das ist aber schön. Weitere Feinde. Da drüben läuft da schon wieder was Gelbes. Och Mann, ey. Ui. Ich hasse euch, ey. Leckt mich doch. Oh, der ging aber schnell runter, diesmal der Gelbe. Na komm raus, Sniper. Sniper! Hallo! Weitere Feinde entdeckt. Und wo jetzt noch? Ey, Wo ist... Jetzt kommen sie von da auch noch.
Scheiße, ey. Hasse euch Viecher, ey. Die gehen mir echt auf den Sack hier, die Viecher. Ich will doch nur die Sachen einsammeln. So, da ist nur noch der eine Sniper über. Gut. Reicht jetzt aber auch. Ausrüstungsgegenstand, also Mod. Was haben wir hier? Kugelsicherer Holster. Und jetzt gehen wir erstmal hier eins. Die Videoaufnahme holen. Ich sehe mir das Material über diese Agenten an. Sie können jetzt mit der Reparatur des Trafos weitermachen. Okay. Ist sie auch bestimmt fertig mit Ihnen? Ist ja nicht so, als wäre meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Gut. Wir brauchen einen funktionierenden Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen. Warren Gate, der Stromversorger, hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen. Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt. Und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen. Ich kenne den ungefähren Standort, also wenn Sie endlich Zeit hätten. Waren das jetzt 2 oder 3? So, jetzt. Wo haben wir den scheiß Transporter? Schnapp die Schlampe. Alter, ey. Willst du mich veräppeln? Ihr springt euch gleich eh in die Luft. Ich sehe da durch den Qualm sehe ich überhaupt nichts. So, wo haben wir jetzt diesen scheiß Van? Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Hallo? Van? Ich habe auch nicht vor, auf dich zu schießen. Das ist da vorne, glaube ich. Jo. Den Sicherungskasten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Touristen. Heben Sie sich keinen Bruch. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. Ich habe jetzt ganz andere Sorgen, ja. Aua. Ja, ich bin hier abgetaucht. Das siehst du genau richtig. So, einer noch. So, die Komponente wieder aufnehmen. Und weiter geht's. Oh, da ist noch... Kommen noch welche. Ja, der mit der Granate ist auch noch übergeblieben. Und noch ein Boss da hinten. Jetzt krepier endlich mal. So. Dass die Bosse hier nichts anständiges droppen, ey. Nein, jetzt habe ich auch noch das... Oh. Wach werden.
Na, da kommen doch bestimmt gleich noch mehr. Wie weit ist das überhaupt noch? Dann kommen noch welche. Ich hab's doch genau gesehen. Ach du Scheiße. Gut, dass der Sicherungskasten dadurch keinen Schaden genommen hat. So, komm da raus. Gut. Weiter, weiter, weiter. Da muss das Ding rein. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dann stecken wir ihn rein. In den Sicherungskasten natürlich. Leider können Sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was Sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Warnung. Feinde entdeckt. Und schön. Schnell wieder in Deckung gehen hier. Jetzt kommen sie von da hinten. Den habe ich schön getroffen. Da hinten ist ein Sniper. Na super. Weitere Feinde entdeckt. Darf ich erstmal die anderen hier kalt machen? Die alten? Noch mehr? Alter, leck mich. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ach so, das sind die Strumpfsachen. Oh, jetzt sind nur noch zwei Sniper über. Er kann da nicht den ganzen Tag bleiben. Einmal ein Name-It-Boss. Und einmal ein ganz normaler. Hier, nimm meine. Was ist das? Also was? Mit einem Schuss kaputt gemacht, das Ding. Zeig mir dein Köpfchen, zeig es mir. So. Oh, wie ich die ganze Zeit da voll daneben fruchte, ey. Komm. Na komm da jetzt schon raus, Mensch. Die hat sich oben eingegraben, ey, na herrlich.
klar, so treffe ich sie. Komm raus, Schätzchen. Wir sind wieder im Geschäft. Das Netz ist wieder stabil und die Lichter brennen. Naja, zumindest die, die nicht kaputtgeschossen wurden. Sieht wieder wie der Times Square aus. Gott. Es gibt eine Menge Leute, denen das etwas bedeutet. Irgendwo ist noch eine Kiste, ich glaube da oben. Jo, eine schöne große Kiste. Ich hoffe, da ist auch was Schönes drin für mich. Keramikplattenpaket. Jo, das gucken wir uns mal eben schnell an. Waffenmäßig haben wir M249B. Gut, haben wir hier gekriegt ein Reflexvisier, Kurzoptik-Mod. Den Schalldämpfer verkaufe ich. Der ist besser, macht zwar ja relativ ein bisschen weniger Schaden, aber dafür mehr Leben. Aber ich habe da kann da schon Mod reinsetzen. Wir haben Überwachungsvideos gefunden. Sie zeigen, was zumindest aus ein paar unserer Kollegen aus der ersten Welle wurde. Das macht mich nur noch entschlossener. Merken Sie sich meine Worte, das ist nicht die ganze Geschichte. Leistungsmods. Plus 3, ja, nehmen wir mit. Da hatten wir auch welche. Da können wir auch einen Mod reinsetzen. Da setzen wir mal Ausdauermod rein. Jetzt habe ich mehr Leben, als ich Schaden mache. Nice. Was haben wir hier? Ja, Leistungs- und Ausdauermod grün. Die kann ich eigentlich wegmachen, weil grün. Gut. Rucksäcke, zwei graue, passt. Dann gucken wir uns mal die Aufklärungsdaten an, Überwachungsdaten. Okay. So schnell geht's mit den Kollegen zu Ende. Eben hier noch den Rest einsammeln. Da habe ich schon alles. Hier hinten liegen noch zwei. Da Munition. Auch noch Munition. Da hinten kann ich sowieso nochmal Munition auffüllen. Genau. So, und der Times Square ist natürlich wieder schön erleuchtet jetzt. Haben wir toll gemacht. Gut. Wir sind schon wieder am Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Wenn ihr auf den Laufen gehalten werden wollt, was die Projekte der Ninjas angeht, ja, dann abonniert doch einfach den Kanal. Ich bedanke mich nochmal. Bis denn. Ciao.